Ernsthaft, ist das für die Antwort? Guten Morgen, ihr Lieben. Für mich hier wieder der letzte Hausmeister mit 1000 Schlüsseln und Schlössern. Wir müssen nämlich jetzt ein paar Baustellen abfahren und siehst du, hier geht schon los. Und es gibt tatsächlich Zeitverzögerungen, die nicht mehr hinnehmbar sind. Achso, wir haben übrigens technisch aufgerüstet. Kann sein, dass die Quali vom Video jetzt noch mal ein bisschen geiler wird. Ja, wie gesagt, es gibt Verzögerungen, die lassen sich nicht weiter hinnehmen. Und deswegen ist jetzt momentan die Frage, ob wir die Handwerker wechseln, den jetzigen quasi abziehen. Das müssen wir jetzt gleich mal vor Ort besprechen, wie das dann genau abgeht. Wir müssen uns jetzt aber mega beeilen. Weil wir nämlich in die Hamburger Straße müssen und der Elektriker da eigentlich schon auf uns wartet jetzt. Und deswegen haben wir jetzt auch nicht so viel Zeit. Weil er hat nämlich gesagt, er ist jetzt da, beziehungsweise fährt in 5 Minuten los, das ist jetzt 10 Minuten her. Und der ist auf jeden Fall vor uns da, weil der ist da direkt um die Ecke. Was sagst du? Ich muss noch den Sound machen. Achso. Alter, er hat auf jeden Fall den Spiegel abgefangen gerade. So. So, wir fahren jetzt in die Hamburger Straße. Zum einen geht's da. Das ist ein leidiges Thema, ich kann es noch nicht mehr hören. Geht's da immer noch um den letzten Spot? Der da noch nicht eingezeichnet wurde, jetzt macht das der Elektriker. Den wollen wir aber ausmessen noch. Und zum anderen sollten die Parkettleger durch sein. Haben wir eigentlich hier so Überzieher mit? Ja, ein paar haben wir. Das heißt, da sollte jetzt auch schon Fußboden drin liegen. Und somit wäre die Wohnung fertig. Das heißt, wir würden dann jetzt als nächstes in die Vermietung gehen und das Inserat rausknallen. Ja, so sieht das Ganze aus. Das Video heute wird ein bisschen anders, weil wir nicht nur eine Wohnung anfahren, sondern wir machen dadurch, dass wir halt überall nur ein bisschen was zu tun haben, habe ich keinen Bock, da extra ein Video für euch zu machen jeweils, denn über 4 Minuten, sondern wir gucken uns heute alle Wohnungen einmal an. Bedeutet Hamburger Straße, Brandvorwerkstraße und Gustav-Freitag-Straße. So, das sind die Sachen, die wir heute geplant haben. Überall ein bisschen Kleinkram, werdet ihr sehen, was wir da genau machen. Und dann, ja, gucken wir mal, was passiert heute. Zu ihn an. Oh ja. Zack, reinspaziert. So. Wir haben jetzt überall schon Parkett drin liegen. Oh, ich muss sagen, das ist echt top, ne? Überall auch wieder ohne Schwellen, also zu den verschiedenen Räumen. Und ja, das ging jetzt relativ zügig. Letzte Woche war hier noch gar nichts. Ich war gerade eben nochmal mit dem Elektriker wegen dem Spot, dass er hier reinkommt. Ich habe den gerade nochmal eingezeichnet. Bin natürlich gleich wieder beim ersten Mal vermessen. Ja, aber ansonsten ist hier alles parkettmäßig. Sind wir nahezu fertig, hier fehlen noch ein paar Fugen. Ja. Kommt noch eine Fuge rein. Und ansonsten ist das hier Taco. Ist geil. Das heißt, wir können jetzt dann nächste oder diese Woche jetzt noch das ganze Drümpel hier rausholen. Und dann können wir dann kommt der Maler nochmal, machen wir die Türen zu Ende fertig, weil die sind auch noch nicht ganz fertig. Macht dann das Kabel in dem Badezimmer nochmal, versteckt er nochmal, weil das ist halt das, was die vergessen hatten letztes Mal. Komm mit.
Das ist ja das, was ich letztes Mal gesagt hatte hier mit dem Kabel. Das ist ja, das guckt ja noch raus, das muss noch wieder rein. Da muss der Maler nochmal das Loch zu machen. Dann kommt die Dichtung wieder rein von den Türen, weil die liegen jetzt ja da. Dann müssen wir ja weiße haben, weil die Türen jetzt ja weiß sind. Dunkel. Dunkel? Dunkel. Und dann ist es eigentlich fertig zum Fotos machen. So, wir suchen jetzt hier nochmal eine Steckdose aus für die Dinger, weil der Elektriker nochmal gesagt hat, ob wir das wirklich wollen. Da hat er auch recht. Weil das Modell, was wir uns hier ausgesucht hatten, da kostet die einzelne Dose 20 Euro. Machen wir natürlich nicht in der vermieteten Wohnung, weil die eigentliche Standarddose kostet 6 Euro. Und nehmen wir natürlich die, weil meine Zahl der Mieter ist nicht. So, deswegen brauchen wir hier nicht die krassen Dinger. Ich wollte halt nur das vermeiden hier, dass hier Busch und Jäger von 1900 und drin ist, was meine Oma schon hatte. Nein, das wollten wir eigentlich nicht. Genau. Ja, das ist eigentlich soweit zur Hamburger Straße. Die Heizung ballert ganz schön hier, ne? Mhm. Alter Schwede. Ja, soweit zur Hamburger Straße muss hier natürlich nochmal grundgereinigt werden, ist ja auch klar. Und dann geht das Ding in die Vermietung. Ja, beim nächsten Video werden wir, denke ich mal, die Aufnahme so machen, dass hier schon alles tippitoppi fertig ist. Also ich sag mal so, jetzt, wir brauchen kein Zwischenvideo mehr. Und Licht. Und Licht. Licht wird dann auch da sein. Also der Elektriker geht jetzt die Woche rein. Und dann, ja genau, ein Abschlussvideo kommt noch und dann kommt noch das Kalkulationsvideo. Und dann ist die Hamburger Straße fertig. Ja? Also, seid gespannt auf die letzten Videos. Wir fahren jetzt in die Brandvorwerkstraße. Da sind wir eigentlich schon durch. Wir haben ja auch eine Wohnung schon vermietet. Aber in der anderen Wohnung waren noch ein paar Mängel. Die müssen wir jetzt nochmal abnehmen. Plus, der Briefkastenschlüssel für die eine Wohnung ist nicht auffindbar. So, das ist ein bisschen blöd. Und wir müssen jetzt einfach mal gucken, erstens, welcher Briefkasten dazugehört. Und zweitens, ob der Handwerker den Schlüssel vielleicht noch hat. Und wenn nicht, muss ich den Briefkasten aufbrechen und ein neues Schloss reinmachen. Ist nicht wild, habe ich bei mir zu Hause auch schon mal gemacht, wo ich früher mal gewohnt habe. Ist alles noch halt, Schloss kostet 5 Euro im Baumarkt, scheiß drauf. Dann mache ich das mal eben. Das müssen wir jetzt aber klären. Und jetzt kriegt der Mieter, der in die kleinere Wohnung eingezogen ist. Also wir haben ja einmal oben die große Wohnung mit Stellplatz und die kleine Wohnung ohne Stellplatz. Die kleine Wohnung haben wir ja schon vermietet für 9,50 Euro. Übelst krass übrigens. Werdet ihr nochmal sehen in dem Kalkulationsvideo. Und der kriegt jetzt erstmal einen Briefkastenschlüssel von uns, weil der noch keinen hat. Na gut, der wohnt ja jetzt erst noch 2 Tage. Ne, war welches heute? Der wohnt ja seit heute. Also, egal. Und dann, das Wichtigste ist eigentlich, der wichtigste Mangel, der eigentlich behoben werden muss, ist das Waschbecken, was schief dran war. Und das ist so schief dran, das sieht sogar ein Blinder, dass es schief ist. Also das ist echt, ich weiß nicht, wer das da gemacht hat, ob der da ein bisschen getrunken hat oder nicht. Weil, was ist denn da los? Weil das verliert, also das Waschbecken ist ungefähr so breit. Also so, ich weiß nicht, wie breit mag das sein, 60 cm, 50 cm. Es verliert 1, irgendwas Zentimeter an Höhe. Also das ist schon krass schief. Ja. Das gucken wir uns jetzt an. Können wir nochmal filmen? Hoffentlich ist das schon weggemacht. Für euch würde ich mir wünschen, dass es noch da ist. Und ja, dann sind wir gleich in der Brandvorwerkstraße. Don't be afraid, won't let you fall, girl. Don't be afraid, won't let you fall, girl. So, jetzt gucken wir mal erstmal hier. Geil, drei Dinger sind leer. Guck mal, welches ist das? Boom, kannst nicht leeren, ne? So, an die Bewohner. Liebe Leserin. Das ist doch unser hier. Der ist von uns. Oh Mann, ich bin noch ein Dödel, ey. Ne, gut, der Rest ist alles Quatsch hier. Das sind keine Briefkastenschlüssel. Ne. Gut, auch geklärt.
Gehen wir jetzt nach oben. Guck. So, das habt ihr auch noch gar nicht gesehen. Das hier der Abstellraum für die eine Wohnung. Da waren wir jetzt immer nicht drin, weil wir den Schlüssel nicht mit hatten. Ist auch für die Wohnung, die nicht vermietet ist aktuell. Finde ich eigentlich ganz geil. So ein Raum mit Fenster. Kann man ein paar Sachen hier verstauen. Hier Staubsauger. Das ganze Zimmer. Für die Schwiegermutter, ja. So. Und zwar geht es jetzt ja hier um die paar Mängel noch, die zu beheben waren. Also das Kritische war eigentlich hier das Waschbecken. Mal gucken. Das war echt viel. Das war auf einer Seite irgendwie 84,5 und auf einer Seite 83. Was haben wir hier? 83,5. Und hier 83,6. Gut, das ist okay. Finde ich ganz geil, aber ich weiß nicht, wiefern das schwierig ist, das noch nachträglich wieder zu beheben. Aber eigentlich ist es ja immer angeschraubt mit Fuge. Also wird angeschraubt und dann kommt eine Fuge aus rum, dann... Geil. Oh, Leute. Den Schlüssel habe ich, ne? Hier war noch die eine Sache. Fußleiste war noch lose. Das hat er gemacht. Ja. Hier, da war hier die letzte Schraube hier und hier war das Ding los. Man sieht, das geht hier ein bisschen hoch. Und wegen dem Boden, weil das ist ja hier auch noch mit dem Übergang und so, hat jetzt die Schraube gesetzt. So, ansonsten ist eigentlich alles Taco. Passt eigentlich soweit. Wie gesagt, nebenan kommen wir ja nicht rein, die ist ja schon vermietet. Deswegen, kurz und schmerzlos, sind wir hier eigentlich durch. Wir haben jetzt eben nochmal geguckt, ob die einen Schlüssel hier passen. Weil hier steht auch Brandvorwerk drauf. Brandvorwerkstraße, Türschlüssel, Innenwohnung. Genau, die passen auch alle. Das hatten wir eben nochmal geguckt. Und ansonsten, ja, ist ja eigentlich nichts mehr zu tun. Bedeutet, wir sind mit Brandvorwerk eigentlich durch. Und jetzt gibt es noch das Video zu den Kalkulationen. Das heißt, was haben wir ausgegeben, was haben wir bezahlt für die Wohnung und wie rechnet sich die ganze Geschichte. Und dann ist dieses Projekt eigentlich auch erledigt. Nächste Adresse ist die Gustav-Freiler-Straße, weil wir machen heute einen kleinen Schnelldurchlauf. Deswegen sind wir überall auch nur ganz kurz drin, weil wir nur um kleine Sachen zu klären sind. Da wollte ich jetzt nicht noch 10 Videos von drehen. Und ich finde es immer persönlich cooler, wenn es ein etwas längeres Video ist und anstatt irgendwie immer mehrere 4-5 Minuten Videos. Wir haben jetzt hier auch noch eine kleine Überraschung, denn wir haben einen grandiosen Wasserschaden. Bedeutet, die schöne gestrichene, gespachtelte Decke hat jetzt einen schönen Wasserfleck. Problem bei der Sache, was ich vorhin auch wegen den Handwerkern meinte, wir kommen da jetzt wahrscheinlich gar nicht rein, weil da jetzt keiner ist. What? Wir kommen da jetzt wahrscheinlich gar nicht rein, weil da ist, glaube ich, niemand. Ich habe gerade mich angerufen und es geht keiner ans Telefon. Ich hoffe, weil ich wollte das nämlich aufschneiden, weil der Dachdecker war jetzt am Wochenende da. Dann hat er geguckt, was da jetzt los ist und wahrscheinlich tritt, also das ist die rechte von den beiden, bedeutet die mit den zwei Balkonen und bei der Loggia kommt das wahrscheinlich irgendwie der Ablauf verstopft, keine Ahnung, läuft das da irgendwie rein. So, jetzt müssen wir das mal aufmachen, ich hoffe, wir kommen rein. Dann schneiden wir einfach mal die Decke auf, mal gucken, was da unter ist. Ist auch immer auf dem Bau, ist immer was los, ne? Ist alles immer ungeplant, ey. Geil. Hervorragend. Ja. Genau, das war das Problem, was ich vorhin angesprochen hatte. Wir werden wahrscheinlich den Handwerker wechseln. Und jetzt hat mich zwischenzeitlich, seit wir vorhin angefangen haben zu drehen, habe ich nochmal telefoniert. Da hat mich der Mensch vom Parkettverlegen angerufen, weil der Handwerker, der jetzt hier drin ist, hat mir gesagt, es ist teurer, das Laminat abzuschleifen, als neu zu verlegen. So, das konnte ich nicht glauben. Und der hat jetzt gesagt, der andere Parkettleger, der macht beide Wohnungen zusammen für, was war das? Ich habe es wieder vergessen, irgendwas, 3000 irgendwas. 3,5, glaube ich. 3,5 netto.
So, das heißt, ich sag mal so irgendwie Richtung 5000. Einmal abschleifen, versiegeln, beide Etagen, beide Wohnungen zusammen. Ein guter Preis, weil neu verlegen wäre ja krass. Und mal abgesehen davon haben wir eigentlich ganz geiles Parkett hier, wenn wir uns das mal angucken. Das ist hier das, was hier vorne fehlt. Guck mal, wie groß die Nutzschicht hier ist. Das ist voll geil. Das kostet heutzutage, lustigerweise habe ich nämlich letztens jemanden getroffen in der Brandvorwerkstraße, der im ersten OG die Wohnung modernisiert. Und da hat er genau das verlegt. Also jetzt natürlich, ich weiß nicht, gleiches Produkt, aber ich sag mal hier Stäbchenparkett, auch so dick. Und er hat gesagt, es kostet mit Verlegen über 100 Euro pro Quadratmeter. Und das ist natürlich eine Ansage, weil Brandvorwerk zum Beispiel hat der Quadratmeter, den wir da verlegt haben, kostet eigentlich 45 Euro, haben wir aber reduziert gekauft für irgendwie knapp 20. Das ist natürlich krass. So, und das sind 20 oder 100, das ist schon ein Unterschied. Und gerade jetzt hier 2x90 Quadratmeter, das geht natürlich ins Geld. So, deswegen, ja, ein bisschen blöd jetzt, dass wir da nicht reinkommen. Ich habe ihn gerade, wie gesagt, gerade angerufen, der geht nicht ans Telefon und spricht ja alles dafür, dass er derjenige welche ist, der gehen muss. Blöd, aber gut, gibt's nichts. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass die drüben nicht abgeschlossen haben, weil dann kommen wir da so vielleicht rein. Wir kommen leider nicht in die andere Wohnung und das ist die Wohnung mit dem Wasserschaden. Das ist äußerst unzufriedenstellend und ich will jetzt natürlich auch nicht den Zylinder ziehen. Also es gibt ja immer die Möglichkeit, mit der Schraube den durchzubrechen, rauszuziehen. Das will ich nicht machen. Und der Handwerker geht leider nicht ans Telefon, was eigentlich schon das Schicksal der Zusammenarbeit besiegelt. Und deswegen versuche ich ihn jetzt weiter zu erreichen. Wir fahren morgen nochmal her und klären das mit dem Wasserschaden. Weil da muss eigentlich gehandelt werden, weil es kann nicht sein, dass hier Wasser reinläuft und ich sag mal so, das, was hier getan wurde, wieder zerstört. Und ansonsten habe ich, wie gesagt, schon die Angebote für den Fußboden und Alternativangebot für die Badezimmer, weil die sind ja aktuell jetzt in diesem Zustand. Kann man das sehen, ja, ne? Ist jetzt hier quasi grundiert und vorbereitet, dass man hier überfließen kann. Fußboden ist auch vorbereitet. Sei hier alles vorbereitet. Es geht halt hier nur nicht weiter. Das ist unzufriedenstellend. Deswegen heute ein etwas anderes Video gewesen mit diversen Baustellen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß. Es ist der nächste Tag und wir sind auf dem Weg zur Gustav-Freitag-Straße, denn wir haben den Schlüssel vom Handwerker. Alter Schwede. Wir haben gerade das Gespräch geführt mit dem Handwerker und wie geplant, also geplant natürlich hört sich jetzt mies an, aber das ist jetzt vorbei. Der wird abgezogen von dem Projekt und ich war heute Morgen schon mit dem, das bringt's richtig, ich war heute Morgen schon mit dem anderen Handwerker, der quasi theoretisch Motor starten könnte, wenn ich das Go gebe, in der Wohnung und habe schon alles darauf, alles so weit vorbereitet, dass er quasi direkt anfangen kann, habe die Projekte besprochen, was gemacht werden muss. Und ja, das ist jetzt soweit klar. Wir fahren jetzt hin, gucken uns den Wasserschaden nochmal an, weil das hatte ich ja gestern versprochen, dass wir das aufschneiden, weil ich muss da selber auch reingucken. Ich weiß nicht, wie schlimm das da ist. Und deswegen ja, gucken wir uns das gleich mal an. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen mit dem Cuttermesser, weil was anderes habe ich jetzt nicht mit. Mal gucken. Jetzt wird es haarig. Kann man das sehen? Guck mal, warte mal. Sieht man, ne? Ja, ich sehe die Beule. Müssen wir eben mal. Nee. Scheiße, das hab ich mir anders vorgestellt. Nee, kommen wir nicht durch. Scheiße! Das haben wir anders vorgestellt. Mach ein New. Ne gut, dann muss der Dachdecker das so machen. Der Dachdecker war nämlich am Wochenende schon drin und hat mal geschaut, also, weil das haben wir ja gesehen, was hier geht. Und er sagt, es kommt von der Loggia oben. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Es wird über die WG übrigens alles geklärt, ne? Also kostentechnisch ist das jetzt hier
jetzt nicht so schlimm. Klar, am Ende des Tages ist es unser Geld, anteilig. Aber es wäre natürlich schlimmer, wenn das unser Sondereigentum wäre und wir alles 100% zahlen müssten. Deswegen macht die WG und wir versuchen das jetzt irgendwie zu klären. Und vielleicht gibt es nochmal einen kleinen Nachtrag dazu, wenn das wieder fertig ist. Ansonsten, wobei, nee, ach Quatsch, wir besprechen das im Abschlussvideo, das letzte Video, was wir hier zu drehen, wenn es fertig ist. Wie gesagt, jetzt in 2 Tagen geht hier der Fliesenleger rein, den wir jetzt neu engagiert haben. Macht die Bäder fertig, hat gesagt, braucht 5 Tage. Wir können ja mal kurz ins Badezimmer gucken. Macht hier alles fertig? Das ist natürlich hier. Das ist eine Heizung. Harte Tasche, ja. So, dann kommt hier Fußbodenheizung rein und alles und wird alles fertig gemacht. Und dann ist die Sache auch erledigt hier. Dann kommt hier noch der Kollege, den habe ich gerade angerufen, schleift das Parkett ab. Das ist auch in 2 Tagen erledigt, 2, 3 Tagen. Und dann geht das hier Ende des Monats, also in spätestens 2 Wochen, geht das hier in die Vermietung. Und dann sind wir fertig. Nochmal zum Thema, der Handwerker entscheidet irgendwas alleine. Also wie gesagt, ich will jetzt keine Kompetenzen absprechen oder so, die machen alle eine sehr gute Arbeit, aber gewisse Entscheidungen muss man einfach selber treffen und nochmal drauf rumdenken. Ursprünglich war es ja so, dass es ein Raum war hier ohne die Mauer, also ohne die Wand. Und dafür waren hier die Schalter für das Licht. So, jetzt habe ich, ist natürlich klar, weiß jeder Einäugige, die Schalter bleiben hier nicht, wenn hier eine Wand reinkommt. Weil wenn ich dann hier im Bett liege, was ja hier nachher das Schlafzimmer sein wird, liege ich ja nicht hier und überlege mir dann, alles klar, ich mache das Licht aus, ich gehe nochmal kurz in den Nebenraum, um den Schalter zu betätigen. So, jetzt haben die Handwerker überlegt, alles klar, dann müssen ja die Schalter hier hin. So, das ist jetzt hier die Vorrichtung, deswegen sind hier oben auch noch die Löcher drin, hier, dass die Schalter hier hinkommen. So, dann war ich zum Glück zufällig gerade mal wieder da und habe gesagt, so, hä, wie die Schalter sollen außen? Das ist ja genau das Gleiche, ob ich dann nach da gehe oder hier ausdrücke, das ist ja eigentlich Quatsch, die Schalter müssen nach innen. So, dann sagt der Handwerker, ja gut, dann machen wir das hier auf die andere Seite. So, auch nicht richtig, weil die Tür geht nach so auf. Das heißt, wenn ich reinkomme und das Licht anmache, muss ich erst die Tür zumachen, um an den Schalter zu kommen. Das heißt, wir müssen dann die Kabel, guck mal rein, die Kabel müssen jetzt von hier, hier hoch, hier oben rüber, hier hin und dann hier rauskommen. Das heißt, ich komme rein und kann dann hier so Licht anmachen, weil die Tür geht hier so auf. So, das sind immer so Sachen, da muss man drüber nachdenken und das vergisst man eigentlich auch, wenn man das plant. Weil klar, die Schalter müssen irgendwo hin. Klar, hier gab es vorher keine, aber das sind ja so Sachen, die vergisst man dann einfach. Und deswegen immer Baustelle kontrollieren. Ja. So, und der Wasserdings kommt wahrscheinlich rein, oder? Genau, der Wasserfleck. Ja, aber gut, was willst du hier machen? Hier ist richtig, wir können jetzt hier nicht anfangen, das Ding auseinanderzureißen. Ich meine, das ist eh alles durch. Das muss übrigens auch noch gemacht werden, ne? Das ist auch noch, steht auch noch gerne. So. Genau. Ansonsten ist hier eigentlich alles. Wieso? Achso, das ist bestimmt der Schalter draußen, ne? Ja, Sicherung eh raus. Würde ich mal tippen, das für draußen macht ja Sinn. Jo. Gut, dann ist hier oben alles fertig. Was ist denn hier hinter? Ist da nicht das andere Zimmer, das Schlafzimmer von der anderen Wohnung? Nee. Achso, doch! Oder ist das. Nee, warte mal. Nee, aber das ist hier links daneben, oder? Warte mal, lass mich kurz überlegen. Warte mal, wir sind. Ja, wieso? Warum? Doch, das ist das Schlafzimmer von der anderen Wohnung. Das ist eigentlich wäre geil gewesen, wenn das jetzt, hätte ich jetzt gesagt, hier, ich habe Bock auf Eigennutz, hätte ich hier aus beiden Wohnungen eine gemacht. Das wäre schon geil, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ist das das Zimmer? Warte mal, lass mich kurz überlegen, wie ist denn das von den Raumaufteilungen? Ja, das ist es. Guck mal, du kommst hier unten rein. Hier unten drunter, dann gehst du hier hoch und hier, genau hier ist die Treppe, hier geht's hoch. Und das ist doch. Ja, ne? Stimmt. Genau, da kann man hier auf jeden Fall beim Nachbarn dann einmal Hallo sagen. Kannst du morsen. Ja, nee, das ist schon ein vernünftiger Trockenbau. Ja.
Wir haben jetzt nochmal improvisiert. Unser netter Handwerker hat uns hier mal ein paar Löcher gebohrt und mit der Axt eingeschlagen. Ist jetzt natürlich genau blöd, dass die das direkt auf dem Profil ist. So, jetzt haben wir hier das Problem, dass wir gar nichts sehen und hier direkt die Folie unter ist. Jetzt machen wir Trick 17. Video mit. Licht. Ist übrigens immer eine geile Sache, wenn man irgendwo reingucken muss um die Kurve. Können wir mal kurz gucken, was hier so abgeht. Aber. Das werden wir heute ohne Smartphones machen. Genau, das werden wir. Also mit dem Nokia 3310 geht das nicht. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, ist die Frage, wo kommt die Geschichte her hier? Aber anhand des Schadens würde ich sogar sagen, es hat genau von oben drauf getropft. Von oben drauf? Ja, also das Leck muss natürlich irgendwo sein, aber ich denke mal, das hat sich gesammelt und genau an der Stelle getropft, weil sonst wäre es ja... Ach, guck mal. Guck mal hier. Da wurde geflickt hier. Siehst du das? Aha. Also ich sehe es, ich weiß nicht. Und hier? Jetzt muss ich mal gucken, dann komme ich da rein. Das sieht mir fast aus wie eine Feuchtigkeitsgeschichte. Warte mal, lass mal reinfassen. Vielleicht die Uhr verarbeiten. Also wenn mich nicht alles täuscht, würde ich fast sagen, dass da Wasser drin steht. Heißt aber noch nicht, dass wir wissen, wo es herkommt. Aber gut, das haben wir schon mal geklärt. Dann mache ich davon nochmal Fotos. Und dann müssen wir einfach mal gucken, wie wir es beheben. Weiß ich noch nicht, gucken wir einfach. Deswegen, wie gesagt, im letzten Video werden wir gucken, wie wir es dann behoben haben. Da werde ich nochmal was zu sagen. Und jetzt gehen die Bauarbeiten hier weiter. Das nächste Video wird dann sein, wenn die Bäder fertig sind und hoffentlich vielleicht auch schon das Parkett. Bleibt also gespannt, wie es ausgeht. Bis bald.